Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Kerbal Space Programm in der zweiten Runde. Und ja, wir haben Aufgaben gekriegt. Ich gucke nochmal rein. Letztes Mal war das ja so, dass ich das versucht habe, die, wie heißt sie noch? Aline Kerman zu ihrer Location zu bringen. Aber Aline's Travel Itinerary incomplete und Suborbital Flight on Kerbin. Also, wir haben nicht nur dieses Ziel, sondern wir müssen auch noch oben in Suborbital Flight rein. Gut, das wird dann mal gar nicht so leicht. Ja. Ich kann dieses Ziel irgendwie nur irgendwie schlecht erreichen. Weiß jetzt auch nicht. Kann man da anklicken und dann wird er weg. Okay, sehr interessant. Seite 2 sozusagen. Periapsis Rocket Supplies Corporation ist das hier. Schön. Ja, eigentlich hört sich das ganz einfach an, aber irgendwie ist es das jetzt gerade nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Das heißt, wir müssen in den Suborbit, also einmal raus aus der Geschichte und sich irgendwie in irgendeine Richtung bewegen. Wollen wir doch mal gerade gucken, dass wir Alinis Rocket, oh cool, das war sonst noch nicht hier, diese kleinen Vorschaubilder, kann das sein? 8 Parts in 8 Stages. Escape V1 haben wir gehabt. Aber gucken wir mal, Load. Die steht jetzt da unten, ne? Genau, okay. Und ich glaube, wir müssen dann definitiv was da dran machen, um den Suborbit zu erreichen, ne? Und dafür würde ich sagen, brauchen wir wenigstens 2 von denen. Und da ist das Massenzentrum und dort ist der Vortrieb und hier Center of Lift ist okay. Warte mal, das Center of Lift, das würde mich jetzt noch gerade interessieren, ob wir das sehen. Warte, wo ist es denn? Aber wenn wir ein Sub orbitalen Flug machen, dann sollten wir vielleicht überlegen, dass wir, wenn wir wieder eintreten in die Atmosphäre, einen Hitzeschutz haben, ne? Sonst haben wir ein ganz kleines Problem. Warte mal, wo war das denn jetzt? Hier? Ja. Machen wir mal besser da einen zwischen, oder? Sollten wir da noch einen... Ja, klar, denke ich mal schon. Da trennen wir das Ganze nochmal. So, oder? Sieht besser aus. Oh, na, das hat gut geklappt. Die obere Kapsel ist nicht die Hauptkapsel, um alles zu bewegen. So. Und ich bin der Hoffnung, dass das dann reicht. Und natürlich trennen wir ja das ganze Werk. Das da rein. Dann trennen und das... Ne, das ist auch noch verkehrt. Das ist, wäre auch schlimm. So. Ja. Können wir leider nicht trennen, ne, die beiden. Das würde bedeuten, dass es besser wäre, wenn wir noch einen dritten dabei nehmen vielleicht. Aber brauchen wir den? Das ist die Frage. Oder kommen wir mit dem in... den Orbit irgendwie hin. Schwierig, ne? Das wäre... Ah, super, das hat gut geklappt. Wir müssen da anpacken.
Das wäre so. Nee, das wird mir schon zu groß. Lassen wir das mal so. Und gucken, dass wir das so hinkriegen, ne? So, dann speichern wir die ganze Sache hier. Und dann gehen wir raus. Weil wir müssen ja gucken, dass wir dort die Eline, oder wie sie auch immer heißt, mit reinkriegen. Und deswegen müssen wir über diesen Weg, glaube ich, gehen, ne? Sonst würden wir sie da nicht hinkriegen. So. Ja, müssen wir nochmal machen. So passt es dann. Jebediah ist der Pilot. Wir können den noch... Ach, guck mal, das sind Wissenschaftler und Ingenieur. Das könnte Valentina, könnte auch noch Pilot sein. Nehmen wir doch Valentina dahin, oder? Dann sammelt die auch irgendwie Erfahrung, oder? Hm? Wieso hat die jetzt Erfahrung? Die hat er doch schon, oder? Nee, doch nicht. Willkommen, Bob kommen. Ach so, Valentina ist hier. Ja, dann nehmen wir die natürlich auch. Jebediah hatte auch so viel Erfahrung. Okay, interessant. Ein bisschen Fleckplast. Und dann können wir das Ganze launchen, denke ich mal, oder? Gehen wir mal hin. Einmal auf die Startplattform. Ist das schon eine Plattform? Gute Frage, ne? Sieht eher nicht nach einer Plattform aus. Und sie sind sich am Freuen. Das ist schon mal gut so. Die Rakete steht. So, wir haben jetzt zwei Aufgaben hier drin stehen. Ja, müssen wir gucken, ob wir das irgendwie in dieser Richtung hinkriegen. Dass wir da hochkommen einmal und auch gleichzeitig hier was schaffen. So, SAS an, ist klar. Haben wir. Gibt es einen Crew Report hier unten schon? Statusbericht. Geht nicht, okay. Interessant. Ah, stopp. Das ist ja... Ja, tolle Ansicht. Na, das hat gut geklappt jetzt mit der Ansicht. So, da muss ich gucken, dass ich das hier mit dem Numberpad nochmal irgendwie hinkriege, richtig? Ja. Okay, da ist die Rakete, aber... Also, das ist ein ganz schlechtes Ding mit der Ausrichtung. Ja, blöd, ne? Guck mal, wie schief das jetzt alles ist. Das geht ja gar nicht. Können wir nochmal ins Space Center gehen? Also das ist eine totale Feinjustage mit Recover Fly. Mit der Maus, wenn man die rechte Maustaste drückt, kann man ja das bewegen, aber das geht unwahrscheinlich schwierig. Das lässt man besser die Finger von. Gut, das geht alles hier mit den Tasten sehr schön. So, Stufen sind passend. Und dann sollte es eigentlich losgehen und wir gucken, dass wir da hochkommen. Ne? 3, 2, 1, Start. So, SAS ist an, passt. Jetzt müssen wir mal gerade hier reinzoomen und gucken, dass wir irgendwie eine Flugbahn auch hinkriegen, die in diese Richtung geht. Hallo? Schon leer. Das nächste gezündet. Wie ist jetzt unsere Flugbahn, bitte schön? M. Ist natürlich total falsch.
Ich meine, ich müsste da in diese Richtung fliegen, ne? Um das zu erreichen. Wo ich hin will. So. Könnte schon ein bisschen so in der Richtung sein, ne? Vielleicht noch mehr so. Und da ist gleich dieses Teil leer. Jetzt ist nur die Frage, ob wir da irgendwie rauskommen. Nee, hat auch wieder nicht geklappt. Das ist schade. Haben wir hier irgendwas, was passen könnte? Nicht wirklich, ne? Ja, das heißt, diese Rakete ist zu klein, wir brauchen eine größere. Ja, guck mal, da haben wir einen Rekord aber auf jeden Fall geschafft. Das heißt, wir haben dafür Punkte gekriegt. Höhe hat leider nicht so ganz gereicht. Jetzt ist die Frage, ob wir die Stufe gleich auslassen und gucken, dass wir alles runterkriegen, weil ich glaube, das bringt dann mehr in der Hinsicht Recover. Das würde bedeuten, wir nehmen die Stufe raus. Geht das jetzt? Ja, müsste wohl, ne? Das heißt, ich müsste eigentlich schaffen, dieses ganze Werk abzufangen. Hier irgendwo, denke ich mal, wäre dieser Punkt gewesen, wo sie hin will. Oh, 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 oh. Hoffentlich reißt uns gleich nicht der Schirm ab. Machen wir das SAS aus. Da kann ich dann mehr lenken. Geht nicht. Wir gehen gleich ja, jetzt hat das doch noch abgesprengt. Naja. Okay, dann machen wir es so. Schicksal. Hoffentlich trifft uns das Teil gleich nicht. Weil das ist jetzt da oben irgendwo gewesen, ne, oder? Vertue ich mich da jetzt? Nein, das war eigentlich über uns. Das müsste uns irgendwann gleich überholen. Ne, sehe ich jetzt nicht, wo es ist. Man ist doch schon runtergekommen an uns vorbei, ohne dass wir es gesehen haben. Ist aber auch jetzt egal. Irgendwo ist nochmal was explodiert. Wahrscheinlich da unten. Gut, Geschwindigkeitsrekord haben wir nicht aufgestellt, aber ein Entfernungsrekord, das ist doch auch schon mal was. 2 Kilometer Entfernung ist das da unten. Da müsste ja was heile geblieben sein, ne? So, die ist noch ganz glücklich, das ist auch schön so. Aber du bist nächstes Mal auch wieder dabei, Eline. Ne? So, das ist da was. Jetzt ist der Fallschirm aufgegangen. Oh, sieht ja cool aus, muss man ja sagen, ne? Wo ist denn unser Schatten? Den müssen wir da auch irgendwo haben, oder? Da hinten ist er. Ja, gut. Haben wir wieder einen Versuch mehr gehabt, der nicht geklappt hat, ne? Also, noch umbauen und gucken, dass wir sie dann noch hochkriegen. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür noch. Wie sieht's hier aus? Geld spielt keine Rolle. Wie soll man das sagen? 316.000. Da kommen wir jetzt runter. Ja, müssen wir wohl mal gucken, dass wir das hinkriegen. Okay, die sind nicht kaputt gegangen. Harte Landung, aber es hat geklappt. Gut, okay, dann Recover. Gefährten bergen. Sie war jetzt schon mal in einem Testflug dabei. Ja, nicht nur einmal, ne? Das heißt, wir müssen diese Rakete beim nächsten Mal dann, denke ich, umbauen, ne? Science-Punkte hat es leider nicht dabei gegeben. Auch schade. Ja, Geld haben wir ein bisschen zurückgekriegt. 2000 oder was.
keine Erfahrungspunkte haben die gekriegt in diesem Flug. Komisch. Aber nicht schlimm. Gut. Nächstes Mal bauen wir dann eine größere Rakete, die dann auch wirklich diesen orbitalen Flug schafft, würde ich mal sagen. Ne? Dann müssen wir gleich von Anfang an gucken, wo wir hinfliegen, damit das klappt. Okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.